Jerusalem, vor 2000 Jahren. Der alte Simeon saß im Tempel, tief gebeugt über einer Schriftrolle. Er hatte den Bibelausschnitt, den er sich vorgenommen hatte, schon unzählige Male gelesen. Es waren die Geschichten des Propheten Jesaja. Dort stand: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Eine Prophezeiung, die Jesaja vor 600 Jahren gemacht hatte. Simeon hatte sein ganzes Leben darauf gehofft, diesem Kind zu begegnen. Nun war er alt und müde. Vergeblich hatte er auf eine Begegnung mit dem versprochenen Retter gewartet. Fast wollte er die Hoffnung aufgeben. Doch dann kam der Tag, der alles verändern sollte. An diesem Morgen spürte er sofort, dass es ein besonderer Tag war. Unruhig hastete er zum Tempel. Er schaute sich auf dem großen Tempelplatz um. Da sah er ein junges Paar die Treppen hochsteigen. Die Frau trug einen Säugling im Arm. Ein schönes Bild. Und ein alltägliches dazu. Viele Eltern kamen in den Tempel, um ihr Kind segnen zu lassen. Eine übliche Sitte. Doch plötzlich spürte Simeon: Das ist er. Dieses Baby war ein besonderes Kind. Dieses Baby war der versprochene Retter. Endlich begegnete er ihm. Er trat zu dem jungen Paar. Darf ich das Kind einen Moment halten? Fragte er schüchtern. Als die junge Frau ihm vorsichtig den Säugling in den Arm legte, überkam Simeon eine unbeschreibliche Freude. Er war sich gewiss: Ich halte den versprochenen Retter in meinen Händen. Meine Augen haben ihn gesehen. Nun kann ich in Frieden sterben. Die Eltern, Maria und Josef, wunderten sich über den alten Mann und die unbändige Freude, die ihn erfüllte. Was war hier los? Sie konnten es nicht einordnen. Was für eine Begegnung. Noch immer hielt der alte Mann das Baby im Arm. Dann schaute er Maria an und sagte: Dieses Kind wird die Herzen der Menschen teilen. Manche werden fallen, manche aufstehen. Manche werden ihn lieben und andere hassen. Auch für dich wird es eine schwere Zeit geben. Ein Schwert wird deine Seele treffen. Maria war tief bewegt von den Worten. Ja, ihr Kind war etwas Besonderes. Was wohl noch auf sie zukommen würde? Schon von Anfang an war ihre Schwangerschaft etwas ganz Besonderes gewesen. Es fing mit dem Engel an, der zu ihr kam und ihr sagte, dass sie ein Kind bekommen würde. Sie hatte sich so erschreckt. All das Licht plötzlich in ihrem Haus. Wer rechnet schon damit, einem Engel zu begegnen? Und dann seine Botschaft. Gott hatte sie für einen Auftrag ausgewählt. Eine einfache Frau, eine von Tausenden. Aber nicht für Gott. Er hatte sie auserwählt. Doch als sie an die Worte des alten Simeon zurückdachte, zog ein Schatten über ihr Gesicht. Was hatte das zu bedeuten mit dem Schwert, das ihre Seele treffen würde? Was würde mit ihrem Kind geschehen? Sie wusste es nicht. Was wohl Josef dazu denkt? Ihr lieber Mann Josef. Er nahm sie zur Frau, obwohl sie ein Kind erwartete, das nicht von ihm war. Wegen einer Volkszählung mussten sie auch noch bis nach Bethlehem reisen, und das, obwohl sie hochschwanger war. Es ist besser, wenn wir einen Esel nehmen, hatte er gesagt. Mit deinem dicken Bauch kannst du doch nicht den ganzen Weg laufen, das ist viel zu anstrengend. Bethlehem war brechend voll. Josef hatte an jeder Herberge gefragt, aber alles war belegt. Es gab keinen Platz für sie. Immer wenn er kopfschüttelnd von der nächsten Herberge zurückkam, sank ihr Mut tiefer. Schlussendlich waren sie bei den Tieren untergekommen. Nun, wenigstens ein Dach über dem Kopf. Nur zu gut erinnerte sich Maria, wie müde sie sich an diesem Abend hingelegt hatte.
Ruhe gab es jedoch nicht. Die Wehen kamen. Das Kind wollte geboren werden. Irgendwann kündigte ein lauter Schrei den neuen Erdenbürger an. Ein kleiner Junge. Und sein Name sollte Jesus sein. Jesus. Der Name, den der Engel ihr gesagt hatte. Wie glücklich hatte sie das Baby im Arm gehalten, trotz der primitiven Unterkunft. Irgendwie war diese Nacht auch gar nicht so dunkel. Als ob der Himmel heller war als sonst. Maria musste lächeln, als sie an ihre ersten Besucher dachte. Wie vorsichtig waren sie an die Krippe herangetreten, große, starke Männer, Hirten, die Tag und Nacht draußen waren, und nun knieten sie voller Ehrfurcht vor dem kleinen Kind im Futtertrog. »Woher wisst ihr von der Geburt meines Kindes?« hatte sie die Männer gefragt. »Ein Engel sei ihnen erschienen«, flüsterten sie. »Er hatte ihnen gesagt, dass der Retter der Welt geboren worden war. Hier, bei den Tieren.« »Die Engel haben einen Lobgesang angestimmt«, erzählten sie, und versuchten zu beschreiben, wie es klingt, wenn Tausende von Engeln singen, aber sie fanden einfach nicht die Worte. Unbeschreiblich, diese Freude über den Retter, der nun endlich gekommen war. Maria, die Hirten, der alte Simeon. Sie alle spürten, dass sie Teil einer großartigen Geschichte waren. Noch ahnten sie nicht, welchen Weg dieses Kind eines Tages gehen würde. Dieser kleine Säugling veränderte alles. Durch ihn kam Gottes Liebe in die Welt. Auf einmal war Gott selbst da, zum Anfassen, sichtbar. Man konnte ihm begegnen. Er war nicht mehr fern, sondern ganz alltäglich. Als Mensch wie du und ich. Und das gilt bis heute. Der Weg zu Gott ist durch Jesus frei. Jeder Mensch kann es erleben. Seine ganz persönliche Begegnung zwischen Himmel und Erde.